Hallo, Erdan Matt. Ich muss die Tasche holen. Kommst du mit? Ja. Ja, ich komme. Die und ihre Tasche. Washington Lodge. 22.51 Uhr. Was ist denn hier? Ein Totem. Nochmal. Okay. Also auf jeden Fall hat ein Typ geschrieben, das habe ich jetzt bemerkt. Also verliert ein Typ seine Finger oder was? Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Warte noch ganz kurz. Hey, M? Ja? Fangen wir neu an. Ich finde, wir sollten das Wochenende neu anfangen. Gleich jetzt. Rein Tisch. So? Kein Streit, kein Mike, keine Jess. Nur du und ich... Zusammen allein in der schönen Natur. Oh, du meinst au naturel. Genau das. Da habe ich nichts dagegen. Friert er nicht? Lass erst mal da in die Hütte reingehen, sag mal ganz kurz. Vielleicht ist irgendwo der Killer. Okay, da ist nichts. Beziehungsweise ich bin blind. Okay. Hab jetzt nichts gesehen. Okay, dann gehen wir mal runter. Folgen wir Emily. Emily! Okay. Oh, ja, ja. Okay. Na schön. War das jetzt, weil Sam den Generator angemacht hat? Oder war das der Killer? Hey, Dummkopf, komm hier lang. Ja, komm. Gehen wir mit. Willst du irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Die will doch nur ihre Tasche finden, du Depp. Matt? Ja, die ist kalt, Matt. Ist mir schon klar, mit so College-Jacke im Winter. Ja? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Manchmal? Ja. Klar. Kein Problem. Du klingst aber nicht sehr überzeugend. Schon gut. Ehrlich. Oh, Schätzchen, du schmollst ja total. Stimmt nicht. Ich weiß gar nicht, was schmollen bedeutet. Warte ab, bis wir in der Lodge sind. Dann zeige ich dir, wie viel du mir bedeutest. Ich hab gedacht, er sagt einfach nur, es ist kein Problem. Hat er jetzt rumgeheult oder was? Schmollen, ich muss später das Wort nachschauen. Beobachtet er mich jetzt? Der hat auch so Atemprobleme, der Killer. Okay, Emily, ich glaube, wir werden gleich sterben. Bevor wir sterben, wollte ich nur sagen, ich wollte nur mit dir ins Bett. Cool.
Abend. Es ist so schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Ja, na, ja. Du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Was ist das hier? Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Ich lauf mal weiter, Matt. Bevor du abgeschlachtet wirst. Am Ende schneidet er dir das Ding ab. Was ist denn eigentlich so Wichtiges in der Tasche? Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Er braucht eine Unterwäsche. Oh, hey, die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Geh mal weiter. Ob sie überhaupt die Tasche dabei hat, weiß ich gar nicht. Hat der Matt nicht alle Taschen mitgenommen? Okay. Sollen wir jetzt da hoch, oder was? Ist echt ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Ah! Oh! Emily! Emily! Oh. Reingelegt, Bobby. Scheiße, bist du albern. Ach, jetzt komm. Was war das? Weiß nicht. Bestimmt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. War das Jesse? Bitte sehr, Madame. Danke. Okay, langsam wird's richtig spannend. Wow, sehr beeindruckend. Okay. Hör, mein Fuß fängt an zu zappeln. Ich werde langsam nervös. Okay, nicht so schnell, Emily. Was ist das denn? Schweinekopf, hey. Oder was? Was soll das? Willkommen zurück. Schweinekopf, eklig. Der war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Wow. Schweinekopf-Notiz. Fundort Berg. Eine Willkommen-Zurück-Notiz, die an einem Schweinekopf befestigt ist. Der Briefkopf ist der einer Strafanstalt. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Hau! Oh, oh. Matt! Was zur Hölle ist hier los? Ich mach dich bereit. Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Lass abhauen. Ach. Mein Psychiater. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Angst vor Isolation, Einsamkeit. Ich
Ich muss nachdenken, was das bedeutet genau. Also generell bin ich gerne unter Freunden, unter Familie, mit meiner Frau, aber ich bin auch gerne alleine und zock jetzt wie jetzt hier gerade das Spiel. Angst vor Einsamkeit, ja, Einsamkeit ist ja was Negatives, aber Angst vorm Alleinsein habe ich nicht. Aber einsam will doch niemand sein, also habe ich Angst vor Einsamkeit, oder? Jetzt analysiert irgendwie, sagen wir mal ja. Ist das wahr? Aber das zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Welches Spiel? Doktor, ich zahle Ihnen $160 die Stunde. Geben Sie mal ein paar Tipps. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Okay. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Okay. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Brüste. Beides ist gleich wichtig. Ehrlich muss man auf jeden Fall sein. Aber Ehrlichkeit ist für mich aber auch Loyalität. Aber man muss immer zu mir stehen. Aber die Person, das geht auch nicht. Ich weiß nicht. Ehrlichkeit ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Loyalität auch. Mann, das sind voll die komischen Fragen, Mann. Nehmen wir Loyalität, aber Ehrlichkeit ist genauso wichtig. Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay. Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Das eine schließt doch das andere nicht aus, Mann. Es gehört doch alles irgendwie zusammen. Verzeihung. Ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal das Rechte. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Der will mich doch nur verarschen, Mann. Ich bleibe bei Loyalität. Warte mal. Also du kümmerst dich eher um deine Freunde, bevor du jemand anderem in Not hilfst. Na, wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Hä? Wir sehen uns bald wieder. Wenn jemand in Not ist, dann helfe ich ihm doch. Oder ihr. Ob Freund oder nicht.